So, herzlich willkommen zum vierten Mass Effect Wochenende. Ich schaue mal so hin, das sieht ganz gut aus. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich dieses Wochenende vorhabe. Ich werde wahrscheinlich erstmal ein, zwei kleinere Systeme erkunden. Das finde ich ganz nett, zum Einstieg immer. Und werde dann die Hauptmission weiterführen. Also wir waren ja schon auf Pharos und werden jetzt nach Noveria gehen. Oder andersrum? Wenn es andersrum war, dann halt andersrum. Zunächst einmal muss ich dafür aber trotzdem auf die Brücke. Da geht's da lang. Und hier ist dann auch irgendwo dann mal ein Fahrstuhl, oder? War das nicht so? Ja, hier ist ein Fahrstuhl, genau. Wunderbar. Ja, ich würde gern woanders hinfahren. Kann ich das? Darf ich das? Hallo? Fahrstuhl? Ah, geht doch. So, ich habe übrigens auch mal beschlossen, dass ich jetzt auf den künftigen Missionen auch mal ein bisschen die Crew durchwechseln werde, weil ich noch nicht ganz genau weiß, ehrlich gesagt, wie ich... Was lädst du jetzt? Wie ich das Inventar oder beziehungsweise die Waffen und Rüstung von den Leuten, die meiner Squad sind, ändern können. Also ich kann die Leute irgendwie, ich kann irgendwie die Ausrüstung nur ändern, wenn die gerade meiner Squad sind, weswegen ich mal ab und zu andere Leute mit reinnehmen werde. Zum Beispiel würde ich ganz gerne mal wieder Rex mitnehmen, weil der ist lange nicht mehr dabei gewesen. So. Öffnen. Das Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Von wem? Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Ist das hier der Kommunikationsraum? Nein, das ist der Navigationsraum. Ja, Moment, Kommunikationsraum. Ah, Kommunikationsraum. Direkt dort hinter offensichtlich. Eigenen Kommunikationsraum, allen Ernstes. So. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Was ist es? Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Infiltrationseinheiten? Sie meinen Spione. Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Ja, klingt dringlich. Also, nee, und? Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Planet Würmeier. Wo zum Henker ist der Planet Würmeier? Danke für die Info. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Tja, danke schön für diese nette Unterhaltung. Das Dumme ist, ich habe keinen Schimmer, wo der Planet Würmeier sein soll. Deswegen gehen wir mal zurück ins Kommunikationszentrum. Wo wir eh hin wollten. Karte der Galaxis öffnen. So, ich bin gerade auf Pharos. Ah, ich will noch Noveria. Gut, so rum. Würmeier. Ist Würmeier hier gerade in der Nähe? Ich glaube es ja fast nicht. Logan, Quana, nochmal zurück. Aber warte mal, der Zitadell-Sektor, das war, glaube ich, das Problem. Nummer 1, weiter weg. Noveria, Zitadell-Sektor. Ob ich jetzt zum Zitadell-Sektor zurückfliege? Meine Güte, habt ihr gelitten. Erstmal gucken, was es noch so alles gibt hier. Wir haben hier zum einen haben wir noch den Kepler-Rand-Sektor. Habe ich den gerade auf meiner Liste? Nein, habe ich nicht. Dann habe ich hier den Armstrong-Nebel. Habe ich den Armstrong-Nebel irgendwie auf meiner Liste? Nein, habe ich auch nicht. Was ist das denn hier? Der Hawking-Ether. Hawking-Ether kommt mir bekannt vor. Hawking-Ether-Klasse. Da ist irgendwas. Wurde mir, steht auf meiner Liste. Das heißt, wir fliegen dabei hin. Die Century. Gibt's nur das? Es gibt nur das. Okay, dann gehen wir dahin. Ein anderes System reisen, das wäre wunderbar. Tja, und dann legen wir wieder ab.
Ich finde es auch wirklich schön gelungen, dass man hier immer eine andere Sequenz nimmt oder auch wirklich stimmige Sequenzen für die Planeten jeweils. Das trifft ja scheinbar nur auf die Planeten der Hauptmission wirklich zu, aber da es davon ja einige gibt, ist das ganz nett gelöst. Und schon mal wieder weggeballert. Da kommt eine Nachricht, Commander. Natürlich. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Nein, wie schön. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Horken-Ether-Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Aha! Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Okay. Ich sehe mir die Sache mal an. Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianz-Abgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Na gut, ich werde ihn zur Vernunft bringen. Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Sie haben mit ihm gedient. Vielleicht hört er auf Sie. Aber er hat bereits 2 Allianz-Abgesandte getötet. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Ja, hast du keine andere Wahl, mein Freund. Davon mal abgesehen, erstens habe ich mit ihm gedient. Ja, das nehme ich einfach mal so hin, dass ich das getan habe. Und zweitens wissen sie nicht, ob die beiden Abgesandten getötet wurden, sondern einfach nur, sie sind nicht zurückgekehrt. Es kann auch sein, dass sie gefangen genommen wurden. So, Tamahera, Tarobdo, Klendergon und, Zanstra oder Kanktra, wie auch immer. Ich fange mal mit den unaussprechlichen Planeten an. Kann man hier landen? Man kann es erkunden. Hier ist Kobold. Eine mittelgroße terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Das ist ja ganz hervorragend. Oh, guck mal, minus 175 Grad Celsius ist ja lauschelig. So, gucken wir jetzt mal das andere an. Klendergon. Wahrscheinlich etwas besser zu besiedeln, aber man kann es nicht machen. Es ist einfach nur ein trockener terrestrischer Planet, der minus 53 Grad Celsius hat. Wow, es ist trocken und wahnsinnig kalt. Es ist ja wirklich schön hier. Hier will ich unbedingt mein Häuschen bauen. Ich denke mal, das ist der wichtige Planet. Ich gehe jetzt erstmal zu dem anderen Planeten hier. Tarobdo. Der ziemlich blau ist. Tarobdo ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Schwefel nachweisen lassen. Er hat über 100 Monde und einen großen Ring aus pulverisierten Gestein, vermutlich die Trümmer kollabierter Monde, ja, genau wie beim Saturn. Medaillon gefunden. Beim Scan des Planeten Tarobdo haben sie einen winzigen Mond entdeckt und ein paar seltsame Art Signale empfangen. Techniker Adams hat ein paar weitere Scans durchgeführt und eine Rettungskapsel entdeckt. Ihr Bergungsteam wurde zur Untersuchung der Kapsel ausgesendet und fand ein Medaillon des Salarianerordens, okay? Also sagt mir nichts. Gut, jetzt zur Mission. Ich nehme an, dass es dann hier ist. Es ist nicht hier, okay. Tamahera verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Xenon, aber hier kann man nichts finden, das ist ja dumm. Habe ich irgendwas total übersehen, kann das sein? Also in diesem System schon mal nicht. Und in diesem System... Hier ist doch gar nichts im Horken-Ether-Cluster. Ich mache hier mal einen Strich durch auf meiner Liste. Die Frage ist natürlich, Moment, da zoome ich mal komplett raus. Guck mir mal kurz mein Journal an, das ist mein Journal. Einrichtung untersuchen, genau. Einrichtung untersuchen. Nodakrust befindet sich im Vostok-System des Maroon Sea Clusters. Begeben sich dorthin und finden sie heraus, was dort geschehen ist. Nodakrust, Maroon Sea Cluster, okay. So rum. Mach ich das mal. Und es klingelt gerade an meiner Tür. Kleinen Moment.